Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Another Break in the Mall, zweite Staffel. Wir haben jetzt so ein bisschen Erfahrung in der ersten gesammelt und ich möchte das Ganze so ein bisschen umgehen mit dem Verkehr. Meine Idee ist es jetzt zu sagen, wir ziehen hier eine Straße runter, verbinden die hier mit. Nächste Straße ziehen wir ebenfalls hier runter, verbinden die hier mit, dass wir direkt hier einen Weg haben. Diese Straße ziehen wir auch hier runter und versuchen die hier mit zu verbinden. Das heißt, diesen Bereich hier oben haben wir frei, wo wir dann unsere Sachen hinbauen können. Und diesen Bereich hier könnten wir dann mit Parkplätzen versorgen. Das, was ich jetzt gerade mache. Ich habe nämlich jetzt noch nicht alles eingestellt. Habe jetzt ein bisschen rumgeguckt. Und wir fangen natürlich damit wieder an. Als erstes, was zu erforschen, richtig? Die Sicherheit. Warum? Weil die Leute klauen wie die Bekloppten. Und wir wollen natürlich das Ganze verhindern, dass die Leute wie die Irren klauen. So, ihr geht alle auf 8 Stunden. Ich verteile die auf 3 Schichten wieder. Dass wenn wir dann 3 Leute haben oder 3 Schichten arbeiten. So, wir fangen um 6 Uhr an hier. Bis 2, du machst von 6 bis 2, du machst von 2 bis 10 und du machst von 10 bis 6. Also jeweils 8 Stunden. Wir haben ja gesehen bei dem anderen, dass sich die Leute ja mit der Zeit verbessern. Und die Frage ist natürlich, wie sehr verbessern sich die Leute mit der Zeit? Also ich habe jetzt nicht genau reingeguckt. Lager verbinden machen wir. Wir können das Geschäft bis, ja, sagen wir mal, bis 10 Uhr offen lassen. Wir machen von 6 bis 12, 18 Stunden circa. Dann ändern wir mal die Schichtplanung. Du fängst um 6 an, dann bist du ja so vom 12 bis 2 und der andere ist dann so bis 10, da so ab 4. Dann könnten wir noch einen Lageristen einstellen. Nehmen wir mal die hier und sagen hier, pass auf, du machst hier so eine Spätschicht mit dabei. Ne? Dann hat er früh genug zu tun, er kommt eine Stunde früher, ist ja kein Ding. Jetzt wollte ich mal gucken nach unseren Kassierern, denn ich hatte ja gesagt, wir müssen auf wichtige Sachen achten. Und zwar die hier. Ja, Geschwindigkeit, Geduld, Geselligkeit, solange das nicht rot ist, sollte das gehen. Die Fähigkeit Kassierer lernt er mit, müsste er mit der Zeit lernen. Da wir auf normal spielen, ist es so, dass die auch die Mitarbeiter keine Bedürfnisse haben. Das heißt, die haben keinen Hunger oder sowas, ich bin mir da nicht so sicher. Jetzt muss ich nochmal bei denen gucken, okay, das passt. Das nächste, was mir jetzt gesagt worden ist, ich lasse das mal in der Zeit jetzt hier laufen, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Leute jeweils nur eine Sache kaufen? Ich denke mir so, habe ich nie drauf geachtet. So, wir gucken mal bei Ihnen hier. Wir nennen ihn mal Paul, Kirk. So, er steht für geschnittenes Brot an. Nimm nur das Brot und geht. Wenn die wirklich immer nur ein Teil kaufen. So, wir gucken mal der Frau dazu. Was hat sie jetzt genommen? Die hat etwas gefunden. Für Süßigkeiten an, nimmt die Süßigkeiten und geht. Das heißt, wir müssten den Laden so bauen mit der Zeit, dass wir wirklich nur Kleinigkeiten drin haben. Das heißt, von jedem Regal am besten eins. Das heißt, geschnittenes Brot einmal, dann haben wir Kekse einmal, Snacks einmal, Süßigkeiten, Konserven, Frühstück sowas einmal. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, sobald wir genug Geld haben, momentan ist jetzt unser Budget noch nicht allzu hoch, das Ganze ein wenig umzubauen. Das heißt, ich würde zum Beispiel hier sowas hier. Binden, Toilettenpapier, Windeln. Alles, was ich hier reinpacken kann ins Regal. Was jetzt nicht mit Lebensmitteln zu tun hat. Separat packen. Das heißt, Toilettenpapier, Windeln. Ja, die würde ich zum Beispiel separat packen. So einen Drogerieladen im Endeffekt aufmachen. Wir machen hier nur Lebensmittel rein. Ich sehe gerade, habe ich gar keine Leute im Büro sitzen. So, Schichtplanung. Ihr fangt auch gefälligst um 6 Uhr an. Dann muss ich noch welche einstellen. Oh, der hat ein Recht. Der hat keine Geduld. Der hat keine Geduld, der Typ. Kommt mir bekannt vor. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ich mache das jetzt allerdings anders. Ich werde jetzt das so einstellen, dass wir wirklich nur 2 Büroleute haben auf 6 Schichten. Ich denke, das kann man ruhig mal probieren, weil wir werden jetzt in dieser Folge sehr viel ausprobieren. In der Staffel, in der zweiten. Weil die Leute kaufen wirklich immer nur einen Teil. Und das ist mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen zu wenig. Und ich sehe gerade, ich brauche einen zweiten Kassierer. Das Schichtplanung. Warte, nein. Das ist Lebensmittelgeschäft. Schichtplanung. Ja, ich muss... Weil die eine kommt um 12. Ne? Ich muss wirklich noch 2 Kassierer einstellen. Oder eins zumindest, dann könnte ich die Schicht wieder ändern. Pass auf. Der ist auf der Frühschicht, genau. Dann kommt er auf die Spätschicht. Dann machen wir nur bis 10 auf. Machen wir es so, machen wir nur bis 10 auf. Ja.
dann passt das. Dann haben die auch bessere Schichten. Die anderen muss ich auch mal eben verwalten. Personal, Schichtplanung. Hier kommt auch ganz normal von 6 bis 10. Ich würde jetzt mit der Zeit, würde ich jetzt überlegen, wie groß machen wir das dann? Wie viel, oder lassen wir das auf die Größe? Guck mal, wie viel Profit machen wir denn aktuell? 6%. Gut, ist jetzt auch natürlich der erste Laden. Ja, dann machen wir noch nicht so viel Profit. So, die müssen jetzt alle da runterrennen und ich werde erst dann Parkplätze bauen, wenn da steht, dass wir zu wenig Parkplätze haben. So, wir haben direkt das nächste erreicht. 10.000 Gesamtverkäufe. Das ist schon mal ganz gut. Der Lagerist chillt noch eine Weile. Das heißt, da können wir gleich noch eine zweite Kasse aufmachen. Einen zweiten Bereich aufmachen, weil die kaufen wirklich immer nur ein Item. Ich habe das nie gesehen. Dass die nur ein Item kaufen, ne? Das ist der Wahnsinn. Da habe ich nicht einmal drauf geachtet. Und das könnte natürlich auch klären. Wenn die nur ein Item kaufen, dann braucht man für jedes, von jeder Sorte immer nur eins. Warum soll ich denn zwei reinmachen? Der Lagerist hat weniger Stress. Die Sachen sind immer da. Und dann sollte das ja passen. Im Endeffekt. Deswegen werden wir jetzt hier gleich nochmal einen bauen. Auch in der Größe. Ja, vielleicht einen Ticken größer. Das ist jetzt so 8x20. Das heißt, so 8x20 wäre jetzt die Größe. Dann haben wir hier 7x8 das Lager. Das wäre dann das Lager. Das heißt, hier müsste ich nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier die Mauer reinziehen. Dann machen wir hier natürlich wie immer die, ne, Personaltür rein. Die machen wir dann auch wieder in die Mitte. Hier unten machen wir eine Doppeltür rein. Das wird sich natürlich nachher ändern. Wie viel Platz haben wir da gelassen? 3. Genau, dann machen wir 2 rein. Das wird sich nachher ändern mit den Türen und sowas. Weil wir natürlich, sobald wir die Sicherheit haben, upsala, sobald wir natürlich die Sicherheit haben, werden wir das Ganze wieder erweitern. Das heißt, wir werden das einen Ticken größer machen. Die Überlegung ist jetzt zu sagen, funktioniert das denn auch so, wie wir es haben wollen? Was ist mit den Laufwegen von den Mülleimern? Ist das zu weit oder müssen wir da was ändern? Ja, das ist natürlich auch so eine Frage. Jetzt müsste ich natürlich noch einen zweiten, wie soll ich sagen, einen zweiten Hausmeister einstellen. Was wir auch machen können, so Personal, Wartungszentrum, Hausmeister einstellen. So, wir nehmen dich als Hausmeister. Du gehst auf die Spätschicht, dass wir immer jemanden haben, dass der Müll gar nicht erst dahin kommt, ne? Dass der Schmutz gar nicht erst da ist in dem Fall. So, pass auf, Kasse brauchen wir auch. Kasse. Den machen wir dahin und den machen wir direkt da. Ja, dann muss ich das direkt einen Ticken größer bauen. Dann machen wir es komplett einen Ticken größer. Kostet mich dann 40.000 mal eben. Das ist aber nicht schlimm, dann können wir es direkt erweitern. Das Lager muss ich auch wieder zubauen. Man sieht, ich habe gerade ein Löchlein reingemacht. Das kann ich wegnehmen. So, das packen wir auch darüber. Das andere ist dann noch nicht fertig. Die kaufen immer nur einen Teil. Deswegen werden wir das dann so machen, dass wir das ein wenig umbauen mit der Zeit. Das heißt, wir können die Kasse auch direkt umbauen. Die Lebensmittelsachen, die bleiben hier in dem Geschäft. Alles andere verschwindet dann gleich. Macht sie mir dann das natürlich auch komplett weg. Das sollte eigentlich drinnen bleiben. Das sollte eigentlich das Lager bleiben. Das Fundament ist ja noch da. Da habe ich auch ziemlich lange gebraucht. Hä, wieso das Fundament? Warum kann ich da nichts bauen? Wenn wir das Fundament abreißen, dann ist natürlich klar, dass wir da nichts bauen können. Das ist selbstverständlich in dem Fall. So, in dem zweiten machen wir jetzt so eine Art Drogerieladen rein. Das heißt Toilettenpapier, Klopapier. Wir gehen mal drauf ein, was er uns jetzt hier vorschlägt in dem Fall. So, sobald das hier fertig ist, so bauen. Wir machen natürlich auch wie hier. Machen wir direkt hier diese Kurve rum. Ja, Kassen haben wir noch aktuell genug. So, sehr schön. Jetzt können wir das Ganze zuweisen als Lager. Das wird ein Lager. Und jetzt müssen wir natürlich das als Geschäft zuweisen hier. So. Und das Ganze dann einmal so rum machen. So, dann bauen wir die Regale. Wir brauchen das Geschäft. Die nehmen wir weg. Regale. Da habe ich 3 Stück. 1, 2, 3. Müssten wir gleich gucken, was wir da noch brauchen, weil ich habe es echt nicht gesehen, dass die da noch Sachen hinpacken. So, dann werden wir das erstmal hier verwalte Geschäft. Ja, das Lager verbinden wir einmal. So, die Geschäftszeiten sind derzeit geschlossen. Wir sind ja noch hier am Werkeln, deswegen machen wir das noch zu. Wir packen hier rein, das packe ich gleich um. Bettlaken, Klopapier, Geschirr würde ich jetzt nicht hier reinpacken. Die auch nicht. Grußkarten auch nicht. Also ich möchte halt nur wirklich Drogeriesachen haben. Das heißt, die Sachen packen wir dann direkt hier rüber. Die Windeln kommen rüber. Das Klopapier kommt rüber und das kommt
auch rüber. Dann brauche ich dann nämlich nur Folgendes tun. Dann werde ich einen Kassierer versetzen. Sagen Kassierer einstellen. Jawohl, wir könnten einen einstellen. Wir könnten auch einen Lageristen einstellen. Und sagen, wir machen von 6 bis 2. Ihr macht auch von 6 bis 2. Und der nächste... Obwohl, wir machen direkt 2 Kassierer rein. Der ist zu schlecht, der ist auch zu schlecht. Dann warten wir noch. So, hier können wir das Ganze dann direkt umbauen. Dann werden wir hier gucken. Süßigkeiten haben wir einmal. Packen wir hoch. Dann haben wir einmal Konserven. Packen wir hoch. Ich mache hier nur Lebensmittel rein jetzt. So, wir müssen das Ganze jetzt natürlich noch zuweisen. Als Geschäft. Das heißt, hier muss ich jetzt die Seite nehmen. Ich kann sagen, habe ich noch meine Musik an? Nein, meine Musik ist aus. So, das werden wir dann auch einmal hochpacken. Die Kasse werden wir einmal hochpacken. Dass wir diesen Bereich hier natürlich auch haben. Da stellen wir alles hoch. Wir werden von jedem nur einen bauen. Gehen natürlich alle nach Hause. Was jetzt natürlich nicht so sinnvoll ist. Ja, da müssen wir gleich gucken, was wir hier reinpacken. Was packen wir hier rein? Wir könnten vorerst, damit wir hier auch ein bisschen Geld machen. Was wird denn demnächst gefragt? Schulmaterial, Laptops, T-Shirts, Kleider. Haben wir noch nicht. Das heißt, wir werden jetzt eh auf jeden Fall Schulmaterial mit reinpacken. Grußkarten können wir mal mit reinmachen. Was haben wir denn noch so? Gesundheit und Schönheit haben wir noch gar nichts. Haushaltsgegenstände. Würde ich es auch separat reinpacken. Wir könnten dann noch so einen Krimskramsladen machen eventuell. Oder was fehlt denn? Fällt denn Bettlakengeschirr und Kochgeschirr? Da könnte man Haushaltsgegenstände könnten wir machen. Genau, wir machen das auch wirklich so. Pass auf. Wir werden das jetzt erstmal drinnen lassen und dann werden wir die Läden nach den Sachen bearbeiten, die wir hier stehen haben. Das heißt, Haushaltsgegenstände würde ich einen separaten Laden nachher aufmachen. Hier würde ich jetzt aber das erstmal drinnen lassen, wie, ja, machen wir Rucksäcke auch noch rein, ja. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch, ich muss erstmal gucken, was wir überhaupt haben. Haben wir Kaffee und Tee? Ich glaube nicht, dann machen wir das auch mit rein. Ich mache jetzt hier mal hier so noch so 4 Stück rein. Wir haben aktuell Süßigkeiten. Wir haben Konserven, wir haben Frühstücksflocken, wir haben Snacks, geschnittenes Brot. Okay, was fehlt denn jetzt hier noch? Soßen und Gewürze, Reis und Nudeln, Kaffee und Tee und Tierfutter. So, dann muss ich gucken, kann ich den Tisch schon bauen? Da kann ich geschnittenes Brot hinpacken. Das werden wir dann auch packen, das werden wir dann hier hinpacken. Jetzt müsste ich für die Getränke, da können wir noch einen bauen. 8x20 habe ich gesagt. 8x20. 20, 8. So. Und da werden wir dann auch hier nach wie vielen habe ich gesagt? 1, 2, 3, 4, 5. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist aber nicht schlimm. 1, 2, 3, 4, 5. Mauer hochziehen. Dann werden wir natürlich das so machen wie vorhin auch. Ne? Tür rein und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen ja. Machen dann hier die Doppeltür rein. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das hier mit der Straße? Hier müsste ich normalerweise hingehen und sagen, pass auf. Hier machen wir noch eine Ladezone hin, damit die mit denen nicht so weit Waren brauchen und Personalparkplätze. Jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich noch Kundenparkplätze? Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. So, eine Kasse kann ich nachher umpacken, da können wir nachher gucken. Da machen wir frisches Brot rein. Jetzt muss ich das erstmal ändern. Geschäft 2 heißt jetzt Lebensmittel. So. Wie nenne ich das hier? Wie nennen wir das denn am besten? Gesundheit und Schönheit. Genau. Gesundheit und Schönheit. So, das Geschäft hat von 6 Uhr an offen bis 22 Uhr, genauso wie die anderen auch. Lager erneut verbinden. So, Lager ist verbunden. Verwalte Geschäfte, das heißt jetzt hier wie? Lebensmittel, genau. Aber wir haben jetzt gesagt, genau, Lebensmittel, das passt ja im Endeffekt, das reicht. Hier machen wir Getränkeladen raus. Jetzt ist natürlich die Frage, rechnet sich das Ganze? Und das werden wir jetzt auch gleich testen, ob sich das Ganze rechnet. Wieso ist mein Mitarbeiter noch hier? Was auf Personal? Wieso bist du noch hier? Ihr habt nur bis 10 Uhr. Du hast Feierabend, Junge. Überstunden werden nicht bezahlt. Ja, aber jetzt aber ganz schnell nach Hause, Kollege. Ja. Aber ganz schnell. So, er hat jetzt wieder neue Ideen. Sagt hier, drücke ich mal, öffne ein Geschäft mit über 50% Gesundheit und Schönheit, um eine Drogerie zu erstellen. Aber kann man noch gar nicht.
Ja, aber was heißt über 50%? Was meint ihr mit 50%? Wir haben jetzt hier Gesundheit und Schönheit. Produkt ist Windeln. Man könnte vielleicht noch sagen, pass auf. Kühltruhe haben wir zum Beispiel auch. Da können wir nachher die ganzen Säfte reinpacken. Dass man wirklich von jedem zwei vielleicht baut. So, Sicherheit 1 ist schon wieder durch. Das ist sehr schön. Machen wir direkt die Kleidung? Ne, wir machen erstmal Sicherheit 2 direkt. Komm. Wenn wir dabei sind, machen wir direkt die zweite Sicherheit. Dann brauchen wir für unsere Sicherheit natürlich noch einen Ort. Den müsste ich ja nicht ganz so groß machen. Den könnte ich ja auch so 5x5 machen. Das heißt 4, 5. Der ist ein bisschen kleiner. Machen wir hier natürlich dann direkt hier alles rein. Personaltür. Zuweisen. Security. Sicherheitszentrale. Was natürlich cool wäre. Achso, kann ich hier noch gar nicht zuweisen. Noch gar nicht gebaut. Was natürlich cool wäre, wenn da natürlich eine Security drin ist, die dann sich um alles kümmert. So. Gesundheit und Schönheit. Windeln. Toilettenpapier. Binden und Tampons. Mache ich jetzt hier rein. Sonstige, ich mache noch Schuhmaterial rein. Weil das wahrscheinlich schon zu groß ist, wenn ich das so sehe. Bauen, Kasse. Dann machen wir auch direkt zwei Kassen rein. Dann bauen wir direkt. Muss man eben anhalten. Und da ist schon der erste. Wir müssen auch noch die Diebstahl-Sachen bauen. Die müssen natürlich jetzt auch rein. Die eine Kasse muss ich nachher umbauen. So, die bauen wir auch direkt rein. So, Regale. Wo habe ich dich? Das machen wir raus. Regale. Wir brauchen Kühltruhe. Da brauchen wir 1, 2, 3 Stück für die Kühltruhe, dass wir gekühlte Getränke anbieten können. Dann brauchen wir... Lass mich gucken. Ah ne, Bier und Wein habe ich noch gar nicht. Das heißt Süßigkeiten. Was kann ich in die Kühltruhe packen? Säfte, Limonade, Mineralwasser. Was kann ich nicht reinpacken? Kaffee und Tee. Kaffee und Tee wäre jetzt... Weil Kaffee und Tee zählt doch eigentlich unter Lebensmittel. Kaffee und Tee habe ich unter Lebensmittel drin. Das heißt, das wird nur ein Getränkemarkt. Spirituosen habe ich zum Beispiel noch gar nicht. 1, 2, 3 Sachen habe ich hier. Was habe ich denn hier nicht? Ach, ich habe Spirituosen natürlich nicht, weil die sind natürlich noch gesperrt. Ja, ist klar. Das ist klar. So, wir haben Parkplatzmangel. Dann müssen wir hier sagen, Leute, passt auf, wir brauchen mehr Parkplätze. Ich nehme mal ein bisschen runter, damit wir auch mehr Parkplätze bekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das aus mit den Geschäften, ne? Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Wir machen sie minus 16% zurzeit. Das wird sich allerdings noch einpendeln. So. Und da brauche ich zwei Kassierer. Hier müsste ich jetzt auch noch welche einstellen. Zuweisen machen wir als Geschäft. So, hier Geschäft machen wir. Pass auf. Machen wir ein Getränkegeschäft. Machen wir auch von 6 bis 10. Also 4 Stunden. Lager verbinden kann ich noch nicht, weil ich habe noch kein Lager hier reingepackt. Zuweisen Lager. So, dann müssen wir das Ganze einmal verwalten. Lager. So, ich hoffe, ich habe es auch richtig geschrieben, dass es richtig ist. So, verwalte Lager. Das ist jetzt Gesundheit. Und das Lebensmittellager. So, dann müssen wir auch natürlich hier wieder Leute einstellen, aber da will ich jetzt erstmal nur einen einstellen, einen Lageristen, einen Kassierer, auf jeweils eine Schicht. Das sollte dann erstmal reichen. So, Lager ist verbunden, Personal, Kassierer einstellen. Habe ich doch echt zwei gute Kassierer erwischt, muss ich sagen. Lagerist, Lagerist, Lagerist. Nehmen wir den als Lagerist an. So, du gehst darüber, du machst Spätschicht und stellen wir noch einen Lageristen ein für die andere Schicht. Nein. Ich plane. So. Und das testen wir jetzt. Macht das Sinn?
Ja, macht das keinen Sinn? Jetzt haben wir immer noch zu wenig Autos, Parkplätze. Ja, die kommen ja schon. Die kommen ja schon, die ganzen Parkplätze. Die kommen ja noch. So, wie sieht's hier aus? Nur noch minus 16%. So, die Sicherheit ist fertig. Warte. Da müssen wir das natürlich auch noch zuweisen. Sicherheitszentrale. Und wie kommt der auf 8? Ich weiß nicht, warum der auf 8 kommt. Verwalten. Sicherheitszentrale. So, Wächter einstellen. Eingestellt. Eingestellt. 2, 4, 6 Stück brauche ich. 2, 3, 4, 5, 6.